Und damit moin moin und herzlich willkommen am Sonntagnachmittag bei Hardcore Colonization. Ich hoffe, ihr hattet ein tolles Wochenende, super Wetter, habt gegrillt oder seid ein bisschen draußen unterwegs gewesen. Jetzt ist wieder Zeit für Stubenhocken und Raketen und ich hoffe, ihr hattet ein leckeres Stück Kuchen und habt eine Tasse Kaffee parat. Und ich guck mal, wen es schon alles in den Chat geschneit hat. Das ist der Daijin, der Thorsten ist schon da, der Mimir, der FreedomNet, der Longtracker, der Mickey, der Mindevil, der Hammerossi, die Furzbacke, der Averborg, der Pü und der TNT-Kenner. Hallo an euch und natürlich auch hallo an alle, die schon da sind und noch nichts im Chat geschrieben haben. Und ich habe mich mal ein bisschen schlau gemacht. In den letzten Streams kam die Frage hoch, was ist denn eigentlich los? Warum kann man nur 1080p gucken und keine andere Auflösung auswählen? Das hat damit zu tun, dass das scheint, dass das immer sofort da ist, ist ein Partner-Feature wohl. Das habe ich schlicht und ergreifend nicht, weil ich kein Twitch-Partner bin. Dafür bin ich deutlich zu klein. Aber das wird wohl im Laufe des Streams irgendwann freigeschaltet, wenn man über eine bestimmte Schwelle an Zuschauern kommt. Wie hoch die ist, weiß keiner so genau. Aber wenn ihr Probleme mit dem Stream habt, weil der Stream bei euch zum Beispiel stockt, weil eure Internetverbindung nicht so schnell ist und ihr den gerne runterdrehen wollt auf 720p oder sonst was, dann müsst ihr mal ein bisschen warten, bis so, ich weiß es nicht, 20, 30, vielleicht 40 Zuschauer da sind, und dann versucht mal den Stream nochmal neu zu laden. Irgendwann kommt diese Option dann wohl bei Nicht-Partnern auch. Das habe ich mal recherchiert für euch. Ich hoffe, es hilft euch beim Stream gucken, weil es natürlich immer schade ist, wenn es bei manchen ruckelt. Und wie gesagt, alle von euch, die ganz am Anfang schon mit dabei sind, wenn der Stream startet, ihr habt halt nur die 1080p-Option, weil die wird erst freigeschaltet, wenn eine gewisse Anzahl Zuschauer da ist. Ich weiß nicht, wo die Schwelle ist, das weiß keiner so genau. Tranquility Base here. The Eagle has landed. Dankeschön, Explodot, für deine Subscription. Und genau, aber guckt einfach mal im Laufe des Streams einfach mal ja, neu laden und dann müssten die Optionen eigentlich auftauchen. So, was haben wir heute vor? Also, die ganz große Überschrift des heutigen Streams ist natürlich das Ende der Moonbase Alpha, unserer Test-Moonbase, mit der wir so ein bisschen ausprobiert haben. Wir haben ja da im Mondorbit. Achso, Prösterchen erstmal mit dem Kaffee, ne? Wir haben ja da als erste Test-Moonbase diesen Arch auch, wie heißt das, Bogen, Steinbogen erforscht. Und die Jungs holen wir jetzt mal nach Hause, weil die Moonbase Bravo ja die neue Heimat für alle Mondbewohner werden soll. Und ihr seht schon im Chat, der TNT-Kenner schreibt, er hat 400p, war wahrscheinlich dann nicht als allererster mit dabei. Also für alle von euch, die ein bisschen runter skalieren wollen, ladet einfach mal den Stream neu und probiert das nochmal aus und dann solltet ihr auch ein bisschen mehr Optionen zur Verfügung haben. Wie gesagt, das wird dann irgendwann freigeschaltet und dann gibt es auch direkt alle Optionen. Also es ist nicht irgendwie stufenweise, es ist einfach so, ich kann es nicht selber freischalten. Dafür müssen einfach genug von euch da sein. So einfach ist es, ihr habt das selber in der Hand. Ja, und wenn wir das geschafft haben mit der Evakuierung, dann müssen wir mal gucken. Wir kommen langsam, aber sicher näher an das Kerbin-Duna-Fenster ran. Wir müssten den Magnetic Survey an Minmus bald fertig haben und die Vorbereitung der Minmus-Base läuft auch. Da läuft der Scanner, da haben wir, glaube ich, 6% jetzt geschafft. Also, wir haben heute ein paar Sachen auf dem Programm, aber wir fangen jetzt einfach erstmal mit dem an, was ansteht. Und ich sag mal zwischendrin noch Hallo an ein paar zu Spätkommer, ist gar nicht böse gemeint, also an ein paar, die jetzt noch dazugekommen sind. Der Atlan ist noch aufgetaucht, der Jenksan, Lady Samus und natürlich der Emojack, der Explodot. Ich erwähnte ihn schon, Mr. Subscription, danke nochmal. Und der Idle ist auch gerade noch in den Chat reingeschneit. Und der Tetzarz, hatte ich dich schon? Nee, dich hatte ich noch nicht. Und der Tetzarz. Hallo Tetzarz und natürlich auch hallo Bex. So, vorbereitet haben wir das Moon Return Craft. Das müsste hier so Moon Return Craft mäßig in einem Orbit unterwegs sein. Ich guck mal. Und dort drin sind vier Sitzplätze. Nee, Pü, dich habe ich schon begrüßt mit in dem ersten Schwung. Du warst ja schon da. Musst du nochmal zurückspulen und gucken. Wie kannst du einstellen, dass du Fuel pumpen kannst? Dafür musst du. Oh Gott, was muss es sein? Es ist, glaube ich, die höchste Stufe. Es ist die höchste Stufe von Mission Control oder vom Science-Ding. Also, es ist in irgendeinem Gebäude-Upgrade mit drin. Und dann kannst du es machen und dann musst du halt Rechtsklick auf etwas drauf und dann auf Alt gedrückt halten, also die linke Alt-Taste und dann einen anderen Tank noch öffnen und dann kommen die Verschiebedinger. So, gut.
Dein Follower-Ziel. Nee, ich hab's im Moment nicht an, weil ich fand das irgendwie ein bisschen, weiß ich nicht. Ist es, wollt ihr das Follower-Ziel sehen? Dann kann ich es einblenden. Ich habe da überhaupt keinen Stress mit. Ich hab's aber mal rausgenommen, weil es irgendwie so eine selbsterfüllende Prophezeiung war. Ich kann es aber auch gerne wieder einblenden. Es ist prinzipiell verfügbar. Ich habe gedacht, ich nehme es einfach mal raus, um weniger Platz des Screens mit irgendwelchen lustigen Einblendungen zuzupacken. Wenn ihr das allerdings spannend findet, zu sehen, wo wir da stehen für den Screen, kann ich es auch gerne wieder reinpacken. Da richte ich mich gerne total nach euch. Ich habe gedacht, meine Unterstellung war für euch als Zuschauer, ist es schöner, wenn mehr Parts vom Spiel zu sehen sind und weniger Dinge als Schriftoverlay. So, hier ist übrigens mal die Besatzung. Und der Crazy MLG, ich hoffe, ich habe es richtig, Crinxency, heißt bestimmt Crinxy. Danke für dein Follow. So, und jetzt können wir mal langsam landen, würde ich sagen. Also, wir sind hier im Orbit. Der Luis, unser designierter Mondpilot und Winter, das bin übrigens ich. Ich habe heute mal die Kommandozentrale verlassen und habe mich entschlossen, dass ich da die Moonbase auch mal mit beaufsichtigen möchte, wenn wir hier evakuieren wollen zur Moonbase Alpha. Das ist momentan diese jene welche hier. Das heißt, das erste, was wir jetzt mal machen, ist auf jeden Fall. Ja, genau, Donation-Ziel. 5000, sind das 5000 Euro im Monat? Ja, genau. Ja, sicherlich. Kann man auch ohne Refollow-Benachrichtigung aktivieren. Strakonitz und Averborg, vielen Dank. Willkommen bei den Kommandanten. Ganz viel Spaß beim Zuschauen. Tetzharz, ich verstehe die Frage nicht. Ich verstehe sie tatsächlich nicht. Aber versuch sie mir zu erklären. Und ich mache jetzt als allererstes mal den Orbit ein bisschen kleiner. Also wir gehen jetzt ein bisschen tiefer in die Mondumlaufbahn. Wir haben noch ausreichend Delta-V, dass wir hier Spielchen treiben können. Und dann werden wir uns mal. Oh, wait. Irgendwas ist abgeschaltet. Ich befürchte, es ist unser Triebwerk. Ja. Okay, das sollten wir natürlich anmachen für solche Aktionen. So, und dann ziehen wir das mal runter auf, ich sag mal, gemütliche 50 Kilometer erstmal. Schwuppdiwupp. Ein bisschen noch. So. Jawohl. Gut, und dann werden wir gleich, wenn wir die Runde gedreht haben, auf der Periapsis auch nochmal bremsen. Und zur Frage, kommt Hardcore nicht mehr? Also Hardcore-Köbel. Doch, Hardcore-Köbel kommt. Ich war die letzten 3 Wochen nur immer am Donnerstag irgendwie beruflich unterwegs. Also ich bin irgendwie ziemlich viel in der Weltgeschichte rumgereist in den letzten 3 Wochen. Ab dieser Woche ist alles wieder normal. Das heißt, es wird am Donnerstag auch wieder ganz normal Hardcore-Colonization, ne, Hardcore-Colonization ohne Colonization, also Hardcore-Köbel auf YouTube im Livestream geben. Also nein, das hat nicht plötzlich und ohne Ankündigung aufgehört. Das war nur eine kleine Unterbrechung steht auch im Kalender. Das wird auf jeden Fall stattfinden. Also auf jeden Fall, außer es kommt irgendwas ganz Fürchterliches dazwischen. Das hoffen wir ja alle nicht. So. Gut. Dann jetzt einmal rüber an die Peri. Sieht ja soweit alles ganz gut aus. Und dann können wir gleich einmal. Oh, kurze Funkverbindung zur Moon Space Station, die in die andere Richtung an uns vorbeigeflogen ist. So, wir haben noch 1 Minute und ein bisschen. Wir brauchen nicht ganz so lange zum Brennen dafür. So. Zack. Also, wir ziehen das jetzt mal kurz nach unten. Das geht relativ flink. Kostet alles kein Brot großartig. So, ich denke mal, das ist erstmal gut genug. Und jetzt müssen wir mal schauen, dass wir wahrscheinlich hier so. Wir haben ja hier eine schöne Äquatorialumlaufbahn. An der Stelle ein Manöver einplanen, um eine schöne Bremsung zu vollziehen und die Landung anzusetzen, würde ich mal sagen. Irgendwie so. Für den ersten Schuss. Können das, glaube ich, noch ein bisschen länger lassen, weil bis wir da sind, wird sich der Mond noch ein wenig weiter drehen.
So, wir können Warp-to-Next-Manöver machen. Also 137 Delta V ist jetzt auch nicht so die Welt. Das sollte alles ganz gut funktionieren. Ich muss jetzt gleich einmal noch das Manöver leicht nachkorrigieren, sobald wir da sind, damit wir... Achso, ja stimmt, der Mond dreht sich in die Richtung. Ha! Dann kann ich ja noch ein bisschen kürzer gehen. Sehr schön. Ich muss mal kurz die Kerbal-Alarm-Glocke zur Seite räumen. Zap, zerap. Zap, zerap. Irgendwie erstmal so. Und der dreht sich uns entgegen. Zack, so. 18 Sekunden Burntime, 35 Sekunden bis zum Manöver. Das heißt, das sieht ganz gut aus. Wir haben jetzt noch 2112 Delta V zur Verfügung. Also auch das sollte klappen. Die Basis kommt auch gerade ins Sonnenlicht, sodass wir nicht im Zappenduster landen müssen. Also alles in allem sollte das eigentlich funktionieren. Wir haben eine Thrust Weight von potenziell 9,6. Also auch das sollte locker reichen, um eine ziemlich harte Bremsung hinzulegen im Zweifelsfall. Also ich bin da mal ganz unbesorgt, dass wir das hinbekommen. Vor allen Dingen bin ich hochmotiviert, weil ich ja selber da drin sitze, das ordentlich zu machen und hier keinen umzubringen, weil es würde mich irgendwie direkt mit selbst betreffen. Das möchte ich nicht. So. Erstmal ein bisschen vorsichtiger. Ja. Voilà. So. Das ist exakt genug erstmal für den Anfang. So, und jetzt schauen wir mal. Ich würde mal, keine Ahnung, den Moon Rover oder so können wir gerne als Target reinnehmen. Dann sehen wir zumindest, was da passiert. Das Gear kann schon mal raus und Licht kann schon mal an, damit wir auf jeden Fall sehen, was wir hier so anstellen. Jo, und dann geht's runter auf den Boden der Tatsachen. Also Ziel wäre es für mich jetzt irgendwie so in maximal 1, 2 Kilometer Entfernung zu landen, dass man mit dem Jetpack rüberfliegen kann. Und wir dann quasi die Jungs aus ihrer Behausung abholen. Als allererstes müssen wir jetzt aber erstmal gucken, dass wir überhaupt in die Nähe kommen. Und die Behausung sehen. Was ist das denn da? Was fliegt da gerade an uns vorbei? Irgendwas war da gerade. UFOs. Ich hab's aus dem Auge verloren. Da ist es. Was ist das? Ist das wieder weg? Grau auf Grau ist auch echt fies. Was ist da? Was ist da gerade an uns vorbeigeheizt? Ein Stück von dem Moon-Touri-Fahrzeug. Also, war gar nicht so knapp. So, wir haben noch ein Stück. Die sind noch hinterm Horizont im Moment. Also, wir haben auch noch gut Höhe. Wir kommen jetzt langsam runter, aber alles in allem noch ganz okay. Und irgendwann müssten wir jetzt auch gleich die Basis sehen, da sie ja als Ziel markiert ist. Da kommt sie langsam rein. So. Mysteriöser Steinbogen, das sieht gut aus. Das sieht doch tatsächlich gut aus. So, wir sind im Moment ein bisschen overcommitted, aber das ist auch gut so. Dann, also wir gehen über den Krater drüber, weil ich werde ja auch beim Bremsen deutlich Geschwindigkeit abbauen. Thrust Weight ist jetzt noch 7 Komma. Okay, wir machen jetzt mal ein bisschen Geschwindigkeit raus aus der Sache. Damit das nicht ganz so hässlich wird. Auf den letzten Moment. Und wie gesagt, ich gehe nicht komplett retro, damit wir noch genug Platz zum Bremsen haben. So, jetzt können wir, glaube ich, retro gehen. Sehr schön. Okay, das sieht doch gut aus. So, ich lasse uns mal zum Ende des Kraters durchfallen erstmal noch. Ja, sehr schön. Aber wir sind gut auf Kurs. Also wir sollten relativ, wenn ich das mal so über die Kapsel hinweg peile und mir auch das Manöver angucke, wir sollten relativ gut reinkommen. Und das mit der drahtlosen Übertragung der Energie an der Mondbasis habe ich noch nicht getestet. Das machen wir, wenn wir uns das nächste Mal intensiver mit der Moonbase Bravo beschäftigen. Ob das heute schon der Fall sein wird, kann ich euch noch nicht versprechen. Wir haben ja noch so ein paar Sachen auf dem Radar. Wir werden das aber auf jeden Fall noch klären innerhalb der nächsten, ich sag mal, 2 bis 3 Folgen spätestens, weil es mich auch interessiert. So. Bisschen höher. So, ich versuche jetzt schon mal ein bisschen
Geschwindigkeit noch rauszunehmen, also quasi die Apoapsis ziemlich nah an uns ranzuziehen, während wir auch ein bisschen horizontale Geschwindigkeit noch rausnehmen. Das sieht ganz gut aus. Das ist jetzt hier nicht der effizienteste Suicide Burn aller Zeiten, aber es ist auf jeden Fall eine relativ sichere Nummer, so runterzukommen. So, und jetzt sind wir hier irgendwo auf die Gegend da hinten ausgerichtet gerade. Ja, wahrscheinlich sogar noch näher dran, also eher hier so. Und ich glaube, das ist ein ganz guter Abstieg. Den lassen wir ihn jetzt einfach mal fliegen. Wireless Energy. Naja, das ist ja nur eine Darstellung dessen. Also eigentlich sind da Kabel dran, aber das scheint ohne Kabel zu funktionieren, ja. Schauen wir mal. Schauen wir mal. Am Ende des Tages werden wir schon sehen, wie es funktioniert. So, ich gehe jetzt mal ein bisschen in die Eisen, um nicht zu einem Suicide Burn zu kommen. Ja, das sieht doch gut aus. So. Ja, ich glaube, das passt ganz gut, dass wir da knapp daneben landen werden jetzt. Ich lasse ihn jetzt so ein bisschen ausdriften. Und dann nehmen wir langsam Fahrt aus der Geschichte raus. Also ich lasse ihn jetzt mal zumindest leicht brennen, damit wir nicht mehr schneller werden. Das sieht gut aus. Wir haben noch 2300 Meter bis zum Boden. Ich nehme die Geschwindigkeit jetzt mal runter auf 20 Meter. Jetzt hat er die Basis geladen. Nein, 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 nicht Target. Bitte nicht. Bitte nicht Target. Danke. Oh, da wollte er mich schon wieder foppen. So, 20 Meter pro Sekunde haben wir ungefähr gebremst. Da ist der Steinbogen. Die Basis liegt noch ein bisschen im Dunkeln, weil sie im Krater drin ist. Aber wir kommen schön gleichmäßig runter. Wir haben noch 1200 Delta V. Wir werden jetzt noch so, ich denke mal, knappe 100 davon rausrauchen für unsere Landung. Ich lasse uns jetzt ein Stück fallen, damit wir es noch nicht ganz so spritineffizient machen. Aber es sieht gut aus, das sollten wir schaffen. Okay, also wir werden auf jeden Fall unter einem Kilometer landen. Meter noch. 740. Das sieht gut aus. Das sieht tatsächlich gut aus. Geh weg. So, 300 Meter noch. Das sieht gut aus. 280 Meter. Wir haben 8, und ein bisschen. Aber wir kommen knapp an die 350 Meter ran. Wahrscheinlich sogar drunter. Jetzt sind wir im Krater drin. Aber wir haben zum Glück Licht mitgenommen. 100 und ein bisschen Meter noch. Unser Licht nach unten müsste jeden Moment anfangen, Effekte zu zeigen. Ja, ich glaube, es ist schon... Ja, genau, es beleuchtet uns den Boden schon ein bisschen. Da ist der Boden. Landelampen haben ihren Dienst erfüllt damit. Sieht gut aus. Wir kommen sauber rein. 60 Meter noch. Ich gehe ein bisschen mit dem Schub hoch, damit wir den Rest bremsen können. Jawohl. 3 Meter. 2 Meter pro Sekunde. Okay, sieht gut aus. Sieht sehr gut aus. Sehr gut. Sehr gut. Und wir machen aus und lassen die Landebeine den Rest fangen. Und wir sind gelandet in 248 Meter Entfernung. Was für eine Abholung. Eine super Nummer ist. Wir haben noch 1083 Delta V. Davon brauchen wir ungefähr 600 und ein bisschen, um zurück in Orbit zu kommen. Dann können wir uns noch in die Erde um... Ich muss mal gucken, vielleicht können wir es direkt in einen Wiedereintritt umwandeln, dass wir quasi vom Mond zurück uns durch die Atmosphäre bremsen. Mal gucken, wie das funktioniert. Ja, und wie gesagt, ja, das mit dem Nuffball natürlich auf Surface, aber da hat mir vorher schon die Target-Erkennung 1 ausgewischt. Und Dark Engineer, willkommen auch dir natürlich zum Stream. So, ich würde jetzt mal das Moonbase Alpha evakuieren Ding rausnehmen aus der Kerbal Alarm Glock. Der Drops ist, glaube ich, gelutscht. Wir sind da. Und jetzt heißt es eigentlich nur noch... Aber wir könnten natürlich, wenn wir richtig cool sind, mit dem Moon Rover rüberfahren, ne? Aber wir haben nicht so viele Sitzplätze.
Schade eigentlich. Und es geht wahrscheinlich auch schneller, wenn wir laufen, fliegen, meine ich. So, Neo, Marius, Zambir und Pit freuen sich. Und ich würde sagen, der Neo macht mal den Anfang als Ingenieur und wird als erster hier rüber jetpacken und einsteigen. So, wir lassen los, Arceus an und, ne? Das macht der Neo nicht so gerne. So, jetzt aber. Also. Auf geht's zur Rettungskapsel. Den Schnellwechsel macht man mit SZ und dem Hochkommata. Oder Accent de Gü ist es, glaube ich. Ist Gü rechts? Nee, Accent de Graf, oder? Oh Gott, ich weiß es nicht mehr. Das ist zu lange her, Französisch. Also. Naja, mit den beiden Tasten, die vor der Backspace-Taste sind. So. Neo, du kannst auch mal dein Licht anmachen. Sehr schön. Ach, guck mal, diese Helmdinger sind auch der Hammer. Ich finde das einfach immer wieder schön. Die neuen Outfits gefallen mir unglaublich. So, jetzt vorsichtig, 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 vorsichtig. Dann können wir direkt die Tür anpeilen. Oh, wir hätten auch Leitern gehabt, ne? Aber hey, wer braucht schon Leitern? Oh, ich brauche offensichtlich eine Leiter, weil ich schon wieder in die Multiclick-Geschichte reingefallen bin. Na komm, dann machen wir es mit Leitern. Extend Ladder. Wenn ich sie schon extra mitgenommen habe, dann benutze ich sie auch. So, kann man die auch schon extenden aus der Entfernung? Ne, noch nicht. Doch, Neo mag Leitern. Schwupp, 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 schwupp. So. Und nächste Leiter. Ja, der Witz ist langsam durch, Jack. Den nimmt eh keiner mehr ab. Den würde ich nicht machen. Ehrlich nicht. Ah, warum nicht? Will er da nicht rüber? Oh, guck mal, er klettert nicht über die Stelle rüber da. Oh. Mit mehr Schwung? Nee. Okay, dann. Jetpacken hilft ja alles nix. So. Superleiter bringt nur leider nix. So ist das halt. Gut, Neo ist da. Dann zurück zur Moonbase. Dann ist Marius als nächstes dran, als unser Wissenschaftsoffizier. Gibt es ja eigentlich noch irgendwelche Wissenschaftsdaten, die man... Ja. Ja, ja, die müssen wir mitnehmen natürlich, ne? Eva-Report und Surface-Sample. Den Eva-Report könnte man natürlich auch einfach mal nach Hause funken. So. Gut, Marius, den Rest musst du aber mitnehmen als Wissenschaftsoffizier. Das ist zu wertvoll, es hier zu lassen. Oh Gott, bricht dir nix. Alles gut gegangen. Okay, unser Wissenschaftler ist auch unterwegs. So, das ist unsere erste Crew übrigens, ja, um das jetzt mal entsprechend zu würdigen. Discovery, nominal Miko, Ohms 1, not required. Vielen lieben Dank für die Bits, Jack. Bitte fünfmal Shift drücken, um Ihren Gewinn einzulösen. Ich mach das mal gleich. Kommt wahrscheinlich eh gleich von ganz alleine, das Thema. So. Das hier ist unsere erste Crew, die tatsächlich auf einem anderen Himmelskörper längere Zeit in der Basis überlebt hat. Und das war eigentlich auch die risikoreichste Kolonie, die wir bisher hatten, weil ich am Anfang mich im Voraus mit dem Kolonisierungsmod und all den neuen Berufen, das war ganz neu, als ich gestartet habe, mich gar nicht beschäftigt habe, sondern wir haben einfach mal losgelegt. Und die Moonbase Alpha ist quasi unser, nein, du sollst nicht klettern, du sollst grabben. Ist unser Testobjekt gewesen und das, deshalb sind das auf jeden Fall so ein bisschen die Helden unserer kleinen Mission hier, weil die Jungs für uns rausgefunden haben, wie es eigentlich funktioniert, oder wir mit den Jungs rausgefunden haben, wie es funktioniert. Das heißt, Neo und der Marius und der Zambio und der Pit sind auf jeden Fall ganz, ganz weit vorne mit dabei, wenn es um das Thema geht, gefeiert zu werden. So, wir nehmen jetzt mal alles noch mit, was hier noch irgendwie rumlungert. Man weiß ja nicht, ob man es nochmal brauchen wird. Gar nicht dran gedacht, in den Experimenten ist natürlich auch noch was drin. So.
Und durch die haben wir gelernt, wie es funktioniert. Und ich bin mal guter Dinge, dass die Moonbase Bravo davon sehr gut profitieren wird. Und natürlich auch unsere noch zu bauende Minmus Space. Das ist ja so unser nächstes Projektchen, an das wir uns ranwagen. Genau, und mittlerweile sind wir wirklich auch so weit, dank der Erfahrung, die wir hier gesammelt haben, dass wir Pflanzungen machen können. Also wir bauen auf der anderen Moonbase ja mittlerweile tatsächlich Essen an in einem Gewächshaus aus dem Dreck, den die Kürbels so hinten aus ihren Körperöffnungen schmeißen, plus etwas Dünger, den wir herstellen auch vor Ort. Aber da kommen wir sicherlich bei Gelegenheit mal wieder zu, da nochmal reinzugucken. Also von daher, wir haben schon ein gutes Stück geschafft und ich denke mal, auf der Minmus-Basis werden wir dann auch das erste Mal mit dem Thema Treibstoffherstellung und dazu passender Orbitalstation arbeiten. Aber eins nach dem anderen, jetzt holen wir erstmal hier unsere Pioniere nach Hause. Das haben die sich nämlich ziemlich verdient. So, erstmal einen kleinen Heimaturlaub zu machen, bevor es wieder raus ins Weltall geht. So, zack. Und Buckles, auch dir ein Willkommen und viel Spaß beim Zugucken. So, und das ist jetzt so mit Pit unser letzter Mann, der hier die Hütte verlässt. Pit könnte jetzt theoretisch auch noch mal. Oh, der jetzt haben wir den Punkt erreicht. Das hatte mir irgendjemand gestern, glaube ich, im Discord mal erzählt, dass man ab einer gewissen Menge sind die indefinite. Also man kann dann für immer da bleiben, weil man so viel Habitation hat, dass der Körbe sich wohlfühlt. Wir haben das jetzt wohl für Pit geschafft. Also Pit könnte theoretisch nochmal 226 Tage hier bleiben. Das hat, glaube ich, auch was damit zu tun, dass er als Scout keine Habitation braucht. Also Pit ist einer der wenigen, die das irgendwie abkönnen. Naja, schauen wir mal. Schauen wir mal. Wir müssen auf jeden Fall in den nächsten 8 Tagen, also wahrscheinlich sind es dann gleich 7, nach Hause kommen. Und jetzt die große Frage an euch. Soll Pit rüberfliegen oder soll Pit noch ein letztes Mal mit seinem geliebten kleinen selbstgebauten Mondrover bauen? Ich erinnere nochmal daran, den haben wir aus Einzelteilen hier auf dem Mond tatsächlich mit Kaskis zusammengebaut. Also fahren wir nochmal ein letztes Mal mit dem Mondrover rüber oder soll Pit einfach fliegen? Ich persönlich fände es schön, nochmal so einen kleinen Rover-Abschied zu machen. So, wir haben dreimal den Rover mittlerweile. 3 Leute sagen Rover. Dann 4 Rover, 5 Rover, 6 Rover. Alles klar, wir fahren mit dem Rover. Ich sehe eine gewisse Tendenz in den Antworten. Lasst uns Rover fahren. Ich hoffe, er überschlägt sich nicht noch im letzten Moment. Wir fahren nochmal mit unserem kleinen Rover rüber. Unser erstes Fahrzeug. Verdammt. Bin ich so gut im Einsteigen. Wie habe ich das denn immer gemacht? Das ist so lange her. Ich glaube, ich bin hochgeflogen oder so. Ja. Nein! Grab, Digga! Los! Gut. Tut, tut. Tut, tut. So. So. Komm, Pit. Du hast es immer noch drauf. Und nein, in seine kleine, viel zu schlecht belüftete Kabine. So, da freut sich der Pit und ich glaube, der Pit hat wahrscheinlich sogar, ja, hier drin, indefinite. Also so Scouts, das ist übrigens ihr großer Vorteil. Das heißt, wir könnten auch das erste Mal dann einen Scout irgendwo hinschicken, um was zu erkunden. Da müssen wir mal gucken, vielleicht hat der Pit ja Lust, bestimmte Sachen zu erforschen. Die haben den Vorteil, dass sie eben nicht von Homesickness betroffen sind. So, dann machen wir hier mal aus und ich hoffe, es ist noch alles korrekt eingestellt. Dann fahren wir mal rüber zu unserem Rettungsvehikel. Auch 2 passende kleine Rücklichter hinten dran. So, ich weiß gar nicht, kann man hier von innen gucken? Oh, es gibt sogar eine Innenansicht. Wie cool ist das denn? Düt, ist echt ein bisschen beklemmt. Guck mal, was für ein tolle Aussicht, wir haben da ist übrigens Körben. Echt schön. Brumm, 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 brumm. Und wir haben Whale Parrot als neuen Körbonauten zu begrüßen. Willkommen, Whale Parrot, und viel Spaß beim Zugucken. So. Muss echt immer aufpassen, es hört sich an, als ob einfach kurz Shatterer angehen würde. Aber es ist doch deutlich dezenter. So. So. Sehr schön. Das sieht gut aus. Das sieht gut aus.
schaffen wir ganz locker flockig. Mit unserem kleinen IKEA-Rover, den wir aus verschiedensten, natürlich auf dem Mond abgeladen und damit vorkommenden Materialien selbst getüftelt haben. Ich glaube, der Neo hatte das Ding gebaut, wenn ich mich recht entsinne.